Hallo, liebe FCH-Freunde. Ja. Hallo, auch von mir. Ja, und wie man weiß, haben wir ein schweres Auswärtsspiel in Darmstadt. Kann man sagen. Und da das Heidenheimer Urgestein, Tim Skarke, spielt jetzt doch auch seit 2 Jahren in Darmstadt. Ja, also wird schwer. Er war ja 11 Jahre beim FCH und kommt ja eigentlich nicht aus Heidenheim, sondern er kommt ja aus Nattheim. Oder wie wir Natterner sagen, er kommt aus Natter. Denn ich komme ja eigentlich auch aus Natter. Genau. Ich bin in Natter geboren und bin dann praktisch mit 3 nach Heidenheim in der Hochberg gezogen. Und im Hochberg, da gab es den berühmten Wedelgraben. Und den haben wir jetzt heute mal ein bisschen simuliert mit unserem Tipkick aus dem Jahr 1956. Also alles weit zurück im letzten Jahrtausend. Und im Wedelgraben, da hat man als Kicker gelernt. Da ging es immer rauf und runter, da gab es keine ebene Fläche. Und es gab einige doch bekannte Wedelgraber-Kicker, damals Peter Schwarz oder Wolfgang Steiger, der Günne Huber, Horst Blankenburg, der es dann bis zu Ajax Amsterdam geschafft hat, 3-mal Landespokalmeister gewonnen hat. Und ja, wir haben es alle damals auch dann in die erste Mannschaft vom VfL Heidenheim damals geschafft, erste Amateurliga immerhin. Aber da, wenn du da Kicker gelernt hast, dann hast du praktisch auch, dann warst du ein Dribbler, dann hast du immer um Spiele gelernt und so. So war das halt damals. Ja, das war sicher eine gute Sache. Ja, einwandfrei. Und also wie man hört, kommen aus Natter gute Kicker. Also so wie der Skarke und natürlich, wie der Jürgen natürlich. Und auf die muss man aufpassen. Also auf das Skarke müssen wir aufpassen, denn mit seiner Schnelligkeit im Mittelfeld, das kann schon gefährlich werden, wenn er dann irgendwie eine Flanke auf der Dursun vorne drinnen bringt. Deswegen müssen wir Skarke und Dursun aufschalten und dann, denke ich, dann können wir das Ding nach Hause schaukeln, oder? Genau. Sollen wir da drauf trinken? Das machen wir doch gleich. Dann trinken wir ein Aperol drauf. Also bei dem Scheißwetter draußen sowieso. Auf einen Sieg. Und hier kommt, wie immer, die Musik zum Spiel. Ciao. Süden unserer Republik, da gibt es eine Stadt, die an der Brenz gelegen so viel zu bieten hat. Fußballclub, lange Tradition. Seit 1846 existierten wir schon.